Kolleginnen und Freunde, sehr geehrte Damen und Herren, möchte ich Simone Peter Gelegenheit geben, ihr Grußwort an uns zu richten. Bitte, Simone. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich sehr, heute hier in Alfter zu sein, in unmittelbarer Nähe zu Bonn, was mir gar nicht so ganz unbekannt ist, weil ich selber ein paar Jahre in Bonn gearbeitet habe, bei Eurosolar für die erneuerbaren Energien, dort sogar mal in den Kreisverband reingeschnuppert habe, weil mir die Nähe zum Partei damals fehlte. Da war ich in Saarbrücken aktiv, aber ich habe die Bonner, die Rheinländer sehr lieben gelernt, sind mir ans Herz gewachsen und deswegen komme ich immer wieder sehr gerne hierher zurück. Und es ist auch tatsächlich der erste Neujahrsempfang in diesem Jahr. Wir haben das Jahr angefangen mit einer Bundesvorstandsklausur in Berlin und einer Klausur der Bundestagsfraktion in Weimar. Und ich komme just von den Beratungen aus Weimar, auch um zu berichten, wie wir die politische Diskussion derzeit führen. Wir stehen sicher am Anfang, das hast du Wilhelm gesagt, eines wichtigen und sehr entscheidenden Jahres. Und nicht alleine, weil es bedeutsame Wahlen gibt auf der Bundesebene im September, auf der Landesebene am 14. Mai, sondern auch ganz Europa steht in diesem Jahr, steht in den kommenden Monaten vor einer großen Richtungsentscheidung, entscheidenden Wahlen, wenn man sich so anschaut, dass unsere Nachbarländer in Frankreich, in den Niederlanden auch vor der Entscheidung stehen, können sie den Rechtspopulismus abwenden, können sie abwenden, dass rechte Hetzer, die dort schon in einer ganz anderen Größenordnung etabliert sind, können sie tatsächlich auch das Regierungsruder an sich reißen. Und ich glaube, dass wir eine Entscheidung zu treffen haben zwischen Weltoffenheit und Abschottung und zwischen Zusammenhalt und Nationalismus. Und wir werden diese Auseinandersetzung sicher auch, gerade weil wir die Debatten in den Nachbarländern, aber auch jetzt nach der bevorstehenden Wahl von Donald Trump in der nächsten Woche kommt er ja ins Amt, werden wir heftige Auseinandersetzungen haben um politische Richtungen, um politische Stile. Und ich hoffe, dass wir dann kann ich an deine Worte anknüpfen, dass wir als demokratische Gesellschaft, als eine Parteiengemeinschaft, die wissen, auf was es ankommt, dass Europa die Solidarunion ist, die uns Frieden und Freiheit geschaffen hat, und dass wir in einer lebendigen Auseinandersetzung diese Werte von Weltoffenheit, Freiheit und Selbstbestimmung verteidigen wollen, dass wir hier als Demokraten in erster Linie zusammenstehen wollen. Und deswegen danke ich dir auch dafür deine Worte. Erzählt, dass es hier im Rat auch eine gute Sitte ist, dass man keine Koalition bildet, sondern nach inhaltlicher Diskussion, nach Mehrheiten dann entscheidet. Ich glaube, das sind manchmal Anlässe, die man ganz gut auf andere Ebenen übertragen kann. Die erste Woche dieses Jahres hat schon so ein Stückchen Vorgeschmack darauf gegeben, wie dieses Jahr ausgehen kann. Ich bin da nicht ganz unbeteiligt gewesen. Wie Sie das alle wissen, letzten Sonntag vor 8 Tagen habe ich der Rheinischen Post 3 Sätze gegeben, die die Silvesternacht kommentieren sollten. Zum einen mit dem klaren Bekenntnis, dass der Polizeieinsatz wichtig war, die Gewalt, die wir im vorletzten Jahr so fassungslos beobachten mussten, die Übergriffe gegenüber Frauen, dass das abgewendet werden konnte. Ich habe gesagt, man muss die Rechtmäßigkeit eines solchen Einsatzes, eines Polizeieinsatzes in Frage stellen, wenn nach dem Äußeren geurteilt wird, und habe das verknüpft mit der Wahrnehmung, dass dieser Begriff Nafri, die Afrikaner stigmatisiert wurden, Nordafrikaner stigmatisiert wurden, dass das in eine Schieflage gerät, die nicht mehr neutral mit Migrantinnen und Migranten umgeht, sondern die diskriminierend wirkt. Ich weiß, dass diese Sätze sehr kurz waren, dass sie sehr kurzfristig waren, dass sie vielleicht unter der Kenntnisnahme der Faktenlage an dem Montag drauf anders ausgefallen wären. Und normalerweise stimme ich immer gerne mit den nordrhein-westfälischen Kolleginnen und Kollegen ab, bevor ich Äußerungen mache, die in einem Land oder in einem Kreis stattgefunden haben. Deswegen bedauere ich auch sehr, ich möchte es auch hier sagen, weil es so in der Nähe ist und weil ich weiß, wie sehr es gerade in Nordrhein-Westfalen umgetrieben hat, dass die ganze Debatte in eine Schieflage geraten ist, weil gerade mir, ich war ein paar Jahre auch innenpolitische Sprecherin im Saarländischen Landtag, war Ministerin im Landtag, ich weiß, wie wichtig
die Arbeit dieser staatlichen Institutionen sind. Ich weiß, wie wichtig es ist, dass Polizei vertreten ist. Gerade die Grüne haben immer wieder darauf hingewiesen, dass wir eine gut ausgestattete Polizei brauchen, dass wir alle Möglichkeiten ausnutzen wollen. Lieber die Polizei in der Fläche in einer guten Ausstattung zu sehen, statt andere Sicherheitsbehörden zu stärken. Das war immer unser Credo in den letzten Jahren. Und deswegen von meiner Seite nochmal, mir tut es leid, dass die Wahrnehmung war, ich hätte Polizei hier im Gesamten diskriminiert. Danach hat eine unglaubliche, also neben der Sachkritik, die ich gerne annehme, eine unglaubliche Hetze stattgefunden, die mir eine Wahrnehmung gibt, was passieren kann, wenn Medien, sei es Printmedien mit vier großen Buchstaben oder eben soziale Medien, in denen die Meinungsäußerungen nicht mehr irgendwie eingefangen und kritisiert werden können, in einer rassistischen, sexistischen und hasserfüllten Hetze auf einen einstürmen. Das ist schon etwas Erschreckendes und wie gesagt, bei aller Kritik an mir selber, ich hoffe, dass wir diesem Hass, dieser ja im Moment noch zensurlosen Äußerungswelle, die da in dem sozialen Netz einfach möglich ist, teilweise nicht strafbar ist, aber jede Grenze verletzt, dass wir dem zusammen entgegenstehen. Und ich hoffe auch sehr, dass wir nach wie vor Kritik oder auch staatliches Handeln oder sozusagen also Kritik an staatlichem Handeln, Kritik auch an staatlichen Institutionen ausführen können. Ich selber war froh, dass der Präsident des Bundeskriminalamtes, der diese Woche bei der Bundesvorstandsklausur war, mit dem wir sehr intensiv darüber gesprochen haben, wie wichtig die Polizeieinsätze sind, gesagt haben, dass er zu der Freiheit, die wir gemeinsam verteidigen wollen, das für ihn dazugehört, auch das Recht gehört, kritische Fragen zu stellen. Ich hoffe, dass das Verständnis bei euch, bei Ihnen angekommen ist, dass mir die Arbeit der Polizei wichtig ist, dass wir alles dafür tun, die Arbeit der Polizei zu stärken. Wir haben das in den Beschlüssen gerade wieder bekräftigt, dass wir die Möglichkeiten suchen, den Austausch weiter so zu verbessern, dass wirklich eine Kritik so geäußert werden kann, dass sie nicht diskriminierend wirkt und auch nicht diskriminierend ankommt, dass wir vor allen Dingen aber die massive Hetze, die nicht nur gegen mich, sondern die gegenüber Geflüchteten, und da waren gerade die Nordafrikaner im Fokus dieses Rassismus im Netz, gegen Journalisten und Journalistinnen, gegen Helferinnen und Helfer von Flüchtlingsverbänden, dass wir hier ganz, ganz klar gegenstehen und sagen, mit Hass und Hetze, das ist mit einer demokratischen Gesellschaft nicht zusammen. Wir setzen auf Solidarität und Hilfe und wir wollen, dass 2017 ein Jahr der Solidarität und des Zusammenhaltes wird und nicht des Hasses und der Hetze. Ich denke, als zwei Seiten derselben Medaille, das beschäftigt uns ja schon etwas länger. Und wir haben mit großem Schreck über die Weihnachts-Silvester-Feiertage das schreckliche Attentat von Berlin vom Breitscheidplatz verarbeiten müssen. Das, die Brutalität, die Menschenverachtung dieses Verbrechens, das hat uns alle wahnsinnig erschüttert. Ich konnte nicht aushalten, wie ein Attentäter sich dann vor eine Kamera stellt, eine Videokamera kurz nach dem Attentat und seinen Triumph feiert. Ich meine, von diesen Taten, von diesen dürfen wir uns nicht einschüchtern lassen. Wir müssen weiterhin dafür kämpfen. Ich bin froh, dass gerade die Berlinerinnen und Berliner die Tage danach den Alltag einfach weitergelebt haben, gesagt haben, wir stehen als Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, dieses Landes gerade, wir kämpfen dafür, dass Weltoffenheit, dass Zusammenhalt, dass Menschlichkeit, unsere Werte, dass wir die gemeinsam verteidigen. Und ich glaube, dass das auch das Motto dieses Jahres sein wird. Wir wollen, dass solche Anschläge nicht möglich sind, alles tun, um die Sicherheit zu gewähren, aber auf der anderen Seite auch alles tun, um in Freiheit zusammenzuleben und hier keine Einschränkung der Freiheitsrechte hinnehmen. Wichtig ist, diesen Anschlag aufzuklären, dass wir alle Fakten auf den Tisch bekommen, bevor wir urteilen. Wir wissen jetzt, es gab wohl einige Versäumnisse auf der Behördenseite. Wir wissen, dass der Attentäter die Wohnorte wechseln konnte, stellt uns die Frage, warum wurde er auf dem einen oder anderen, an der einen oder anderen Stelle nicht festgehalten. Aber wir haben auch vom Präsidenten des Bundeskriminalamtes gehört,
dass es eben schwer ist, vergleichbare Standards anzulegen, schon alleine in Deutschland, aber erst recht in Europa. Und ich glaube, da gibt es unglaublich viele Herausforderungen zu stemmen, die Aufgaben zu lösen, zunächst mal den Vollzug der Gesetze anzuwenden, Polizei gut auszustatten, die Zusammenarbeit der Sicherheitsdienste gut zu organisieren. Aber ich würde doch davor warnen, und ich glaube, da sind wir Grüne auch eine wichtige Stimme, dass es nicht immer weitergehen kann mit Verschärfungen von Asylgesetzen, mit Verschärfungen von Strafgesetzen, dass wir alle Möglichkeiten suchen wollen, Sicherheit zu gewährleisten, aber nicht ganze Gruppen wie Flüchtlinge und Migrantinnen und Migranten stigmatisieren, indem wir die Asylgesetze noch weiter verschärfen und auch nicht so eine Unsicherheit in dem Land voranbringen, die vor allen Dingen auf Symbolpolitik wuchten und die wenig damit zu tun haben, wie man Attentäter und Attentäterinnen, wie man Gefährder wirklich stellen kann. Ich hoffe, dass wir hier eine ehrliche und gute Auseinandersetzung bekommen, und ich weise alles zurück, was an Symbolpolitik und Scheindebatte kommt. Und da muss ich natürlich Richtung Union weisen, weil seit über einer Dekade wird die innere Sicherheit, wird die Terrorabwehr in der Bundesrepublik gerade von der Union gestaltet. Und dann zu uns Grünen zu sagen, wir sind ein Sicherheitsrisiko, ich muss sagen, da gebe ich die Verantwortung zurück. Wenn die Sicherheit nicht gewährleistet werden kann, dann müssen wir alle darüber beraten, wie das geht. Aber es kann nicht sein, dass wir weiter Gesetze verschärfen und Gruppen diskriminieren. Ich würde mich auch gerne weiter über die Verrohung der Debattenkultur unterhalten. Wir haben heute Morgen in der Fraktion darüber gesprochen, wie wir diesen Social Bots, den Gruppen, die sich automatisieren lassen, gar keine Menschen mehr hinten dran stehen haben, wie die dazu führen, dass ganze Debatten an der normalen Meinungsbildung vorbeigehen, an der demokratischen Meinungsbildung vorbeigehen, dass sie genutzt werden von rechten und rechtsextremen Gruppen, um Meinung zu machen. Wir haben das bei der Wahl von Donald Trump leider erlebt. Und ich glaube, wir müssen uns gerade damit auseinandersetzen, wie können wir die Wahlkämpfe auf einer demokratischen Art und Weise besprechen, ohne dass wir durch solche Instrumentalisierungen genutzt werden und dann auf falsche Fährten geführt werden. Aber ich meine auch, die gute Nachricht ist, die rechten Hetzer, die lassen sich besiegen. Das hat die Wahl des Grünen Alexander Van der Bellen zum österreichischen Präsidenten gezeigt. Er hat die Nationalisten der FPÖ entwaffnet mit Überzeugung und ich meine mit ganz unzweifelhafter Haltung. Demokratische Aufklärung, die wirkt. Ich glaube daran. Ich merke es auch im Moment schon an den Umfragen, den aktuellen Umfragen und den politischen Streit in Frankreich. Da ist jetzt Marine Le Pen auf der dritten Position. Vielleicht hilft es ja wirklich, mit der demokratischen Debatte ein Zeichen gegen rechts zu setzen. Das war nach Trump und nach Brexit war dieser Präsidentschaftswahl in Österreich genau das wichtige Zeichen der Hoffnung, was wir gebraucht haben. Ich sehe auch, die Gefahr ist damit keineswegs gebannt. In Österreich wurde der Rechtsshift zwar vorerst gestoppt, aber wir sind in Bange und in Sorge, was in Holland passiert, was in Frankreich passiert. Aber klar ist, wir werden alles dafür tun, dass die Spaltung Europas nicht vorangeht. Wir werden alles dafür tun, dass der demokratische Streit weiter lebt, dass wir gemeinsame Konzepte entwickeln, aber für unsere Themen brennen. Das in der guten Manier der demokratischen Auseinandersetzung in einem Rechtsstaat, in Rechtsstaaten, die wissen, für was sie stehen. Ich glaube, das ist das, wofür wir in der Verpflichtung stehen für unsere Kinder und Kindeskinder. Und das wird uns in diesem Wahljahr verbinden, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben gesagt, wir werden von der AfD als Gegenpol zu einer nationalistischen, protektionistischen, frauenfeindlichen, sexistischen, islamfeindlichen, antisemitischen, homophoben Gruppierung immer wieder als Gegenpol stigmatisiert. Ich glaube, wir werden das annehmen. Wir haben gesagt, wir nehmen das an. Wir wollen uns entgegenstehen, wenn es darum geht, das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Wir wollen kein Backlash, kein Zurück in die verstaubten Zeiten, nicht zurück zur Atompolitik der 70er Jahre, nicht zurück zum verstaubten Familienbild der 50er Jahre und ganz bestimmt nicht zurück zum Nationalismus der dunkelsten Zeiten davor. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir noch eines aus der Geschichte gelernt haben, dann, dass Nationalismus ins Verderben führt. Mein Vater hat 91, er hat das miterlebt. Er warnt mich eigentlich immer, wenn ich zu Hause bin, mit seiner ganzen Kraft,
lasst es nie wieder zu, dass Rechte, dass Rechtspopulisten, dass Rechtsextremisten uns in diesem Land, in Europa, die Macht ergreifen. Wir haben mehrere Jahrzehnte im Frieden gelebt. Das ist unsere Verpflichtung. Wir wollen die Mitläufer nicht dulden, wir müssen sie stellen. Wir wollen, dass Europa solidarisch eine Friedensunion bleibt. Uns und allen Parteien, Parteivertreterinnen und Vertreter, die hier sind, muss es auch darum gehen, nicht nur die Gesellschaft zu verteidigen, sondern auch mehr zu wollen. Wir wollten immer mehr, wir haben viel gestaltet und darum muss es gehen. Es reicht uns nicht, dass die Energiewende mit den Erneuerbaren auf den Weg gebracht ist. Wir wollen gerade doch hier in Nordrhein-Westfalen den Kohleausstieg voranbringen, und zwar in einem Strukturwandel, der die ökologische und die soziale Komponente mitdenkt. Der Menschen Hoffnung gibt, was wir aus den Kohleregionen machen. Ich kenne das ja selber aus dem Saarland auch. Dass wir Möglichkeiten schaffen, nachhaltige Arbeitsplätze auf den Weg zu bringen, die den nächsten Generationen auch Möglichkeiten der Versorgung geben und gleichzeitig unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten. Heute Morgen haben Uwe Schneiderin vom Wuppertal-Institut und Johannes Remmel, ihr kennt euer Minister, in Weimar über den Kohleausstieg gesprochen und deutlich gemacht, was es heißt, welche Relevanz Kohle für den Klimawandel, für die Klimakrise hat. Und Länder wie Deutschland müssen vorangehen, Europa muss vorangehen, um dieser Klimakrise zu begegnen. Ich selber war in Marrakesch und habe mit den Klimazeugen, das ist eine Veranstaltung von Brot für die Welt, gesprochen. Das waren die Menschen aus den Anden, denen die Gletscher die Dörfer jetzt schon wegschwimmen. Das waren die Leute aus den Philippinen, die durch Tropenstürme ihre Häuser verlieren. Und das waren die Zentralafrikaner, die Hungersnöte erleben, weil die Hitze, die Dürre so zunimmt, dass das Überleben immer schwieriger wird. Und deswegen müssen wir beispielhaft vorangehen. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, dass wir anbieten, eine Kohleausstiegskommission einzusetzen, dass wir die aus der Kohle auslaufen wollen als Strukturprozess, als Strukturwandelprozess, so wie wir das mit dem Atomausstieg gemacht haben. Und beim Thema Atom, da müssen wir gerade in den Nachbarschaften hier weiter auf die Französinnen, Franzosen, auf die Belgier drängen, dass es zu einem Atomausstieg kommt, auch in Europa. Duell Tihange, Kattenom und Fessenheim, gegen Kattenom habe ich viele, viele Jahre und Jahrzehnte gekämpft. Auch die gehören abgeschaltet, die sind zu nah an uns dran, die sind zu nah an Bevölkerung dran. Das sind tägliche Risiken. Wir wollen, dass die gefährliche Nuklearindustrie und die gefährlichen Atomkraftwerke, und wir wollen, dass die Klimakrise über die Kohlekraftwerke ein Ende haben. Das ist unser Anliegen. Wir stehen für die Energiewende und das werden wir in diesem Jahr deutlich machen. Besseren Gebiet in diesem Land. Auch wenn wir noch lange nicht am Ziel sind, wir weichen sicher nicht zurück, wir wollen weiter vorangehen. Das ist unser grünes Credo. Dabei lassen wir uns auch nicht einreden, unser Erfolg hätte die Rechten erst recht stark gemacht. Es gab so ein paar komische Kommentare im November, Dezember letzten Jahres. Wir hätten zu viel gewollt und seien politisch viel zu korrekt. Gleichberechtigung, Mitmenschlichkeit, das hätten die Gesellschaft überfordert. Dass arme Seelen ihr Heil jetzt bei rückwärtsgewandten Rechten suchen würden. Liebe Leute, was für ein ewiger Schwachsinn, das lassen wir uns nicht einreden. Wir wollen weiter modernisieren, wir wollen die Menschen dabei mitnehmen, aber wir müssen dem entgegenstehen, die das Rad zurückdrehen. Das wird unsere Aufgabe in diesem Jahr sein, in Nordrhein-Westfalen und auf Bundesebene. Liebe Freundinnen und Freunde, wenn wir 2017 darüber reden, dass wir Gesellschaft gestalten wollen, dann sage ich auf die Bundesebene gerichtet, wir wollen Schluss machen mit der Großen Koalition. Wir wollen, dass wir endlich die politische Debatte lebendiger gestalten. Es hat auch das Beispiel Österreich gezeigt, dass Große Koalitionen den rechten Rand stärken können. Das ist unsere staatspolitische Verantwortung, die Debatte in der Republik lebendig zu halten, in den Ländern lebendig zu halten und deutlich zu machen, dass der politische Wettstreit die Notwendigkeit für das demokratische Zusammenleben ist. Wir wollen uns dem Nationalismus, dem Chauvinismus entgegenstellen. Wir kämpfen für eine nachhaltige, für eine offene, für eine selbstbestimmte Gesellschaft. Das wird unsere Ausrichtung sein in der Kommune Alfter, im Land Nordrhein-Westfalen und in der gesamten Bundesrepublik. Und das tragen wir auch in die europäische Debatte rein. Das ist uns auch als Grüne, als Kern einer grünen Partei, die gut verwurzelt, vernetzt und verankert ist, wichtig, diese Werte weiter zu verteidigen.
Und ich lasse mich ein paar Punkte nennen zum Abschluss, letztes Drittel, wie wir die Möglichkeiten suchen, mit welchen Projekten wir vorangehen wollen. Dann das Thema Asyl und Integration, das ist eines, was ihr auch gerade hier in Nordrhein-Westfalen sehr intensiv behandelt. Die Kanzlerin hat ja sogar ein Zeugnis ausgestellt, dass die Integration in Nordrhein-Westfalen besonders gut gelingt. Das sind wichtige Zeichen, weil wir, auch wenn wir vieles, was danach folgte, vielleicht nicht unterschrieben haben, es immer unterstützt haben, dass wir das als Land, als wirtschaftsstarke Kraft schaffen, dass Menschen zu uns kommen und eine Aufgabe finden. Und ich bin sehr froh, dass heute das Politbarometer in Deutschland kann, ich weiß nicht mehr genau, bestätigen, dass die Stimmung gekippt ist. Die Mehrheit der Menschen sagen, wir schaffen die Aufnahme, wir schaffen die Integration. Das war vor einigen Monaten noch anders. Und das ist genau an diesen Beispielen, die in Orten wie Alpha und anderen gelingen, dass wir mit den Menschen Projekte voranbringen, mit den Menschen Bildung und Ausbildung voranbringen, eine Zukunft zimmern. Und das wird auch unsere Aufgabe 2017 sein. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir Grüne, wir streiten für einen Kurswechsel in Europa. Ich habe es eben gesagt. Wir wollen, dass die Politik des Sparens an der falschen Stelle aufhört. Wir wollen investieren. Wir sehen nicht länger hin, dass jeder dritte Jugendliche arbeitslos ist in Italien, in Spanien sogar jeder zweite. Das ist ein schreckliches Schicksal für die Betroffenen und Gift für jede Gesellschaft. Deswegen sagen wir ganz klar, Schluss mit dem Sparkurs. Wir müssen investieren. Das ist auch ein Credo für die Gemeinden hier in Nordrhein-Westfalen. Das ist wichtig für uns als Bundesrepublik und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für Europa. Wenn wir investieren, dann schaffen wir Zukunft und schaffen auch die Möglichkeit, Menschen aufzunehmen und denjenigen, die heute für morgen arbeiten, eine Perspektive zu geben. Wir wollen zweitens, dass wir ernst machen mit dem Klimaschutz. Ich habe es gerade schon gesagt. Wir müssen das Schlimmste abwenden. Wir wollen, dass das Versprechen an die zukünftigen Generationen ist, dass wir die Erde so übergeben, dass sie auch lebenswert ist für die weiteren Generationen. Und ich möchte da ganz konkret euch hier auch in Nordrhein-Westfalen benennen. Ihr habt als Grüne den Kohleausstieg eingeleitet. Ich habe da genau hingeguckt in der Zeit, als ich Ministerin war. Ihr habt als erstes Bundesland überhaupt den Tagebau verkleinert. In Garzweiler bleiben jetzt 300 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde und zahlreiche Dörfer werden nicht abgebaggert. Und ihr habt es gleichzeitig geschafft, die Energiewende voranzubringen. Und ich bin froh, dass ihr diese Politik weitermacht, dass ihr dafür streitet, dass wir den Strukturwandel hier voranbringen, genauso wie ihr dafür streitet, dass wir die Weltoffenheit verteidigen. Nordrhein-Westfalen hat hunderttausenden Menschen Schutz und eine neue Perspektive geboten. Wir schreiben als Grüne Integration ganz besonders groß. Deswegen ist es ja so wichtig, dass ihr hier Integrationszentren vorangebracht habt, kostenlose Sprachkurse geschaffen, die Anerkennung von Berufsabschlüssen. Das ist alles wichtig, um nicht zu sagen, wir wollen nicht lamentieren, wir packen das an, wir machen die Arbeit hier vor Ort mit den Migrantinnen und Migranten, mit den Flüchtlingen. Und das ist ein ganz zentrales Zeichen, was auch bei uns in Berlin ankommt, weil man kann das nicht nur vom Schreibtisch aus, sondern muss es auch in der Praxis berücksichtigen. Und da bin ich sehr froh, dass ihr so federführend vorangeht hier in Nordrhein-Westfalen. Wir streiten auch für Gerechtigkeit. Ich bin in vielen Diskussionen in der letzten Zeit gewesen, gerade mit den Ökologinnen und Ökologen, mit denen ich seit vielen Jahrzehnten zusammenarbeite. Die sagen, wir müssen das grüne Projekt als sozial inklusives Projekt ausgestalten. Es ist wichtig, dass wir den Menschen ein soziales Auskommen gewährleisten, dass wir die soziale Komponente mitdenken. Und da gehört die staatliche Aufgabe dazu. Ich bin froh, dass Silvia hier gerade im Bereich der Bildung, weil Bildung ein zentrales Element ist, neben dem Element der Ungleichheit zu beseitigen, dass mit Silvia jemand an der Spitze steht, die es geschafft hat, die Zahl der Kita-Arbeitsplätze in Nordrhein-Westfalen zu verdoppeln, die es geschafft hat, tausende neuer Lehrerinnen und Lehrerstellen einzustellen bzw. zu schaffen, die Schülerinnen, Eltern, Lehrerinnen und Lehrern damit Planungssicherheit gibt durch den Schulfrieden. Und für uns ist ganz zentral, dass die Chancen jedes jungen Menschen eben nicht von seiner Herkunft abhängt, nicht vom Geldbeutel seiner Eltern, sondern wir sagen nicht, wo kommst du her, sondern wo willst du hin? Das ist unsere Perspektive. Wir schauen hier nach vorne. Wir wollen das gemeinsam gestalten. Und die Kinder, das ist unsere Zukunft. Das ist das Geld, das wir hier investieren wollen.
liebe Freundinnen und Freunde, wir haben große Aufgaben zu gestalten. Die Auseinandersetzung hier in Nordrhein-Westfalen wird um Themen gehen, die uns auf der Bundesebene, die uns in Europa zusammenbringen, die auch manchen politischen Wettstreit notwendig machen. Ich bin sicher, da ist es die eine oder andere differenzierte Position zur Energiepolitik, die unterschiedliche Positionen, wie wir Integration voranbringen, wie wir die Asylgesetzgebung machen, wie wir Bildungspolitik ausgestalten, wie Sozialpolitik aussieht, wie Verkehrspolitik aussieht. Aber letztlich kommt es darauf an, dass wir diesen Wettstreit als Demokratinnen und Demokraten machen, dass wir zusammenhalten in der Frage, wie wir eine Zukunft organisieren, dass wir alle Möglichkeiten ausloten, die Menschen, die vor Flucht, vor Krieg zu uns fliehen, dass wir die aufnehmen können, dass wir denjenigen, die bei uns leben, Wohnraum, soziales Auskommen gewährleisten und vor allen Dingen, dass wir denjenigen, die wir ins Leben gesetzt haben, die Kinder und Kindeskinder, dass wir denen die Lebensgrundlagen erhalten, die wir brauchen, um in Zukunft ein schönes Nordrhein-Westfalen, eine gute Bundesrepublik, ein Europa und eine globale Welt zusammenzuhalten. In diesem Sinne möchte ich gerne die Wahlkämpfe für 2017 führen. Ich freue mich, das mit euch zusammenzumachen in Alfter, in Nordrhein-Westfalen. Es wird ein hartes Jahr, aber lasst uns als demokratische Kräfte zusammenstehen. Vielen Dank.